Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DC Universe Online. So, die Wurzel des Bösen. Lass dich von nichts, was du im Innern dieses Gewächshauses siehst, aufhalten. Wie ich Poison Ivy kenne, hat sie Robin und Harvey als Sklaven am Leben gehalten. Befreie sie von Ivys Einfluss, dann können sie dir helfen, sie zu überwältigen, damit sie ihre Strafe in Arkham verbüßen kann. Alles klar, Betty. Hat Robin wieder Scheiße gebaut. So, da gucken wir vorher mal kurz in die Heldentaten. Da muss man, die Polizisten muss man aus den Kokons befreien. Ja, und ich guck auch nochmal eben bei Brother Blood, dass irgendwas. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gemein, ne? Aber. Oh, hier, Poison Ivy. Aus den Kapseln, ja, hast recht. Das war die eine. Blablabla. Teil von Sünde, Trigons Dämon im Hauptquartier der Wissenschaftspolizei. Da waren wir noch nicht, oder? Nee, da waren wir noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Wayne und Hush, bla bla bla. Komisch, ich habe irgendwie so Feeds im Kopf, die es anscheinend wirklich nicht gibt, aber wo kommen die denn her? In meinem Kopf. Die können noch nicht unter Episoden stehen, oder? Ja, gut. Wo stand sie jetzt, die Poison? Ja, die Beamten arbeiten nochmal aufrufen hier. Alle versklavten Bürger. Befreie alle DCP-Beamten. Kapseln. Und dann ist es zugegangen. Warum? Unter den Deutschen Garten. Hier steht auch noch, hast du die schon? Habe ich mir gerade geholt. Bitte. Wir haben versucht, Ivys Versteck anzugreifen, doch es lief alles furchtbar schief. Die meisten von uns sind nicht mehr herausgekommen. Aha, das ist dieselbe Aufgabe wie die Heldentat. Gerade einem GCPD-Beamten das Leben gerettet. Eine Minute später hätte es nicht mehr geschafft. Da ist er ja, der Bullock. Die olle Suffnase. Da haben wir sie geschafft. Oh, schon sein. So, Bullock, müssen wir noch was erzählen oder er uns? In einem gewohnt brillanten Schachzug hat das GCPD Ivy nachgestellt. Ihre Pflanzen
Sie sind nicht menschlich, wenn du weißt, was ich meine. Ich glaube, niemand außer mir hat das geschafft. Extrem freundlich für Herrn Bullock. Ich wäre Pflanzenfutter geworden, wenn du nicht gewesen wärst. Du hast gerade einem GCPD-Beamten das Leben gerettet. Ich wäre Pflanzenfutter geworden, wenn du nicht... Schatzkiste. So, dann befreien wir nochmal die Leute. Oh, alle Nebenmissionen des Handlungsstranges. Super. Was ist das Weiße da? Ach, das ist mein Typ. GCPD-Beamten das Leben gerettet. Das sind anscheinend zwei verschiedene Aufgaben. Hat Gefühl. Zwei verschiedene Heldentaten, meine ich. Ja, man muss trotzdem noch alle hier aufheben. Trotzdem alle, genau. Die Pflanzen brauchen mehr Dünger. Ja, aber ich bin kein Dünger. Seht ihr wieder? Frontkämpfer werde ich nie sein mit dieser Kraft. Ja, also nichts mit anfangen. Hast schon alles geguckt? Ja, ne? Keiner mehr eingemumiert? Eigentlich nicht, ne. Die Pflanzen brauchen mehr Dünger. Jo, das war's. CPD-Beamten das Leben gerettet. Also ihr seht, es kann ein und dieselbe Aufgabe eine Nebenaufgabe sein und aber auch eine andere Heldentat. Also immer Heldentaten gucken. Denn sonst hättet ihr zum Beispiel hier zweimal reingemusst jetzt. Wäre ja blöd. Mit alles in einem Abwasch. Jetzt kommt der blöde Robin, der wieder seine Maske nicht aufhatte. Robin, mein Liebling. Kümmere dich um diesen nervigen kleinen Wurm, bevor er sich überall in meinem schönen Garten breit macht. Robin, du siehst so schlapp aus. Während sich einer meiner Wächter um diesen lästigen Kartoffelkäfer kümmert. Wie gut ist deine Beine? Meine Damen und Herren, was für eine Enttäuschung.
Kommt her, meine Pflänzchen, und helft. Was erwartet, es war Robin. Wachst, meine Lieben, und verschlingt den Eindringling. Auch hier habe ich schon wieder dasselbe Gefühl, ne? Dass irgendwas mit diesem Viech. Nein. Das kann aber nicht angehen, ich kann mich nicht so oft täuschen. Oder kommen die alle erst sehr viel später in den Solo-Instanzen oder so? Diese Sachen. Es reicht. Die ich mich ja glaube zu erinnern. Nicht länger weh. Kannst du ihren Schmerz denn nicht hören? Bring mich nach Arkham zurück. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, dann schicken wir sie mal zurück, ne? Ab nach Hause. Habe ich Ivy gedient? Ja, du hast wieder missgebaut, wie immer. Was für ein Schlag. Mein Käfer wird für eine Woche taub bleiben. Geschieht mir recht, dafür, dass ich meinen Atemschutz verloren habe. Du hast gute Arbeit geleistet. Robin und ich werden Poison Ivy nach Arkham zurückbringen. Und du gehst zurück. Ein Flümchen. Meine Babys. Ihr liebt mich, nicht wahr? Ihr werdet alles für mich tun. Und ich würde alles für euch tun. Ich würde euch die ganze Welt geben, wenn ich könnte. Aber manche Leute verstehen einfach nicht. Manche Leute sind neidisch. Manche Leute wollen meine Babys töten. Sie zerstören, damit sie dahin welken und sterben. Aber keine Angst, meine Lieblinge. Diese Mörder werden für ihre Verbrechen bezahlen. Ich schwöre, Poison Ivy wird zurückkehren. Und ich werde nicht allein sein. Auch hier wieder eine fortlaufende Geschichte. Sie wird nämlich tatsächlich ausbrechen. Und wir müssen sie dann auch tatsächlich holen. Also wieder einfangen. Jetzt kommt sie aber erstmal nach Arkham. Sprich mit Robin im Polizeirevier. Ja, wir haben schon so einige Warnmeldungen gemacht. Demnächst dann. Meiner. Meiner? Erstmal gucken. Oh. Ja, nee. Ich muss leider auch bedarfen. Meiner. Der ist ja teuer. Oh, hast du ihn auch gekriegt. Hier ist, nee, ein verzweifelter Bürger, okay. Ja, vielleicht sollte man das auch kurz erklären. Es gibt so Sammlungen, die sind manchmal. Oh, hier, da haben wir letztens drüber gesprochen mit Hitbox. Da ist einer. Das ist ein verzweifelter Bürger. Das, was ich gesagt habe, im Monitorraum gibt es ja diese Konsole, da soll man dann 5 heroische Taten vollbringen. Auch da wieder eine Heldentat, bei 25, glaube ich, beginnt die. Ja, nur einmal. Nur einmal? Also, okay. Einmal also 25 bekommt man die. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch dabei zählen würde. Nein. Oder ob man die Aufgabe hat. Man muss die Aufgabe haben. Man muss die Aufgabe haben, ja. Ja, und wäre man jetzt ein Schurke, würde man sie überreden zu springen. Aber wir sind Helden und wir. Ja, wir retten sie. So einfach ist das. Wir wollen sie nur antippen. Oh nein, und dafür schlief ich. Oh nein. Da haben wir noch mal einen gesehen. Jetzt haben wir einen Fanboy gesehen und sogar diese Selbstmörder. Und ein Fragezeichen haben wir auch gesehen.
Ja, dann wollen wir Robin nochmal kurz übers Knie legen. Batman bringt Ivy nach Arkham. Er hat mich nicht mal zusammengestaucht. Irgendwie ist das sogar schlimmer. Naja, danke für deine Hilfe. Ja, Robin. Gerne doch. Das haben wir für Batman getan, nicht für dich. Die Energieringe des Green Lantern Corps verhalten sich merkwürdig. Und das Problem wurde zur Erde zurückverfolgt. Das gleiche gilt für das Sinestro Corps. Sie befinden sich alle in der Altstadt. Sprich mit dem Anwerber im Polizeirevier dort, um mehr zu erfahren. Jetzt werden wir nach Metropolis wieder geschickt. Und jetzt geht es um die Green Lanterns. Neuer Handlungsstrang, weil wir haben eben gesehen, Ende des Handlungsstrangs. Zumindest vorerst. Der nächste. Das war die Green Lanterns. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bei Fragen oder Informationen oder Tipps schreibt gerne in die Kommentare. Wir versuchen auf alles zu antworten. Also bis zum nächsten Mal. Eure Deserteure.